Im letzten Jahr fanden die E-Autos bei Autohändler Andreas Voss reißenden Absatz. Heute stehen 20 unverkaufte E-Fahrzeuge auf seinem Hof. Auch wenn die Hersteller die Fahrzeuge günstiger anbieten, ist die Nachfrage zurückgegangen um 70%. Wir sprechen natürlich täglich mit den Kunden und da ist die Verunsicherung, wie es weitergeht mit den Elektroautos. Kommt das Verbot der Verbrenner wirklich? Setzt ihr Elektroauto durch? Ladeinfrastruktur ist da natürlich ein Thema und es ist viel Unsicherheit in der Kundschaft. Ein weiterer Grund für die Verunsicherung, das abrupte Ende der staatlichen Zuschüsse, dem Umweltbonus beim Kauf eines E-Fahrzeugs. Vor allem aber ist die Ladeinfrastruktur unzureichend, sagt Rainer Pregler vom ADAC. Zum anderen wird aber das Auto insgesamt schlecht geredet, das muss man leider so festhalten. Und das führt dazu, dass die Leute sich sehr gut überlegen, ob ich 40.000, 50.000 heute investieren will, um so ein Gefährt zu haben. Etwa 4.700 Ladepunkte gibt es im Land für etwa 50.000 Fahrzeuge. Laut Landeskoordinierungsstelle Elektromobilität vollkommen ausreichend. Hier ist man trotz niedriger Zulassungszahlen optimistisch. Also zum einen stellen wir fest, dass die Automobilhersteller auch immer mehr darauf setzen, größere Akkus in den Markt zu bringen. Und auch auf der anderen Seite, dass auch preislich attraktivere Modelle aus dem europäischen sowie nicht-europäischen Markt nach Deutschland kommen werden. Und somit bleibt es einfach abzuwarten, wie sich der Markt auf dementsprechend entwickeln wird. Für Autohändler Andreas Voss fehlen seinen Kunden aktuell die Anreize. Nur jeder vierte Wagen, der im März zugelassen wurde, hatte einen Elektromotor. Also wir sind natürlich optimistisch, dass das wieder in Rollen kommt, weil die Automobilindustrie hat sich darauf eingeschossen. Der Weg zurück, den wird es nicht mehr geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Insofern sind wir optimistisch, aber Stand jetzt, es muss was passieren, damit es wieder ins Rollen kommt. Es geht nicht um den hohen Anschaffungspreis, weiß der Autohändler. E-Fahrzeuge seien mittlerweile für nahezu jeden erschwinglich. Er glaubt, durch das überraschende Aus der staatlichen Förderung ging viel Vertrauen in die Elektromobilität verloren.